Das Schiff ist ausgeräumt, Sir. Wir können es jetzt in das Kraterloch runtersprengen. Und der Tacitus? Wir haben kein solches Objekt vorgefunden, Sir. Der Tacitus ist die Quelle, Slavik. Seine Tiberium-Kenntnisse können Imperien schaffen oder vernichten. Findet ihn! Schafft diesen Tacitus ran. Oder ich begrabe euch alle in dem Krater. Jawohl, Sir! Moment, Sir, da bewegt sich was. Kabal, zurückspulen. Vergrößern. Schrittweise vor. Drehen. Stoppen. Extrapoliere fehlende Daten. Mutanten. Kabal. Wo finde ich die Schlampe? Die Wahrscheinlichkeitsberechnung ergibt gleich große Chancen für die GDI-Krankenkolonie nahe Provo und die unterirdische Bahnlinie in der Nähe von New Detroit. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, Commander Slavik. Okay, hier kommt, glaube ich, die nächste gemeine Mission. Wir dürfen uns jetzt aussuchen, wo wir angreifen wollen. Und wir müssen natürlich die gute Dame Umagan fangen, vorzugsweise lebend. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was wir machen müssen eigentlich, wie das Ganze abläuft. Ist schon so lang her. Ihr müsst die Krankenkolonie in dieser Region finden, ohne zu früh von der GDI geortet zu werden. Das hätte die sofortige Evakuierung des Stützpunktes zur Folge. Um das zu verhindern, solltet ihr vielleicht erst die drei Sensorentürme zerstören, die den Stützpunkt schützen. Unsere neue Artillerie sollte für diese Aufgabe mehr als ausreichen, selbst in euren Händen. Sobald ihr in dem Stützpunkt seid, sollte die Gefangennahme der Mutantin leicht sein. Was soll das heißen, selbst in euren Händen? Die Mutantin versucht vielleicht, das unterirdische Bahnsystem in New Detroit zu erreichen. Greift an, damit ihr den Bahnhof kontrolliert, bevor sie ankommt. Wenn sie in den Zug steigt, müsst ihr ihn sofort stoppen. Das ist vielleicht eure letzte Chance, diese Missgeburt zu fangen. Ich glaube, das war die schwierigere Mission von beiden. Weil hier hast du ein Zeitlimit. Also ob du wirklich einen Timer hast, der mitläuft oder nicht, das weiß ich nicht mehr. Aber du hast halt wieder ein Zeitlimit, so wie in der letzten Mission, wo früher oder später dieser Zug weg ist. Und bei dem oberen Ding hast du wirklich Zeit, deinen Stützpunkt aufzubauen. Das ist mir fast lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Commander, für diesen Einsatz steht Ihnen eine direkte Satellitenverbindung zur Verfügung. Auf dem Radarschirm sehen Sie drei mobile Sensoreinheiten. Wir machen erstmal diesen. Verstärkung ist eingetroffen. Lass doch die Untergrund-BMTs da. Ich will die Untergrund-BMTs. Ja. Sir? Ja, bitte? So, okay. Das sind die Sensoreinheiten, die musst du zerstören. Der Witz ist der, du darfst nicht zu nah rankommen, sonst wirst du entdeckt. Das heißt, du musst die Artillerie verwenden dafür. Und eigentlich wollte ich ganz gern diese Brücke hier mal sprengen, aber ich glaube, die ist unverwundbar. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist diese Brücke so gut wie unverwundbar. $7,500 Startgeld. Okay. Neue Baumöglichkeiten. Wir machen erstmal diesen hier, dass die Position hier verteidigt werden kann. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. So, das Schöne ist, wir starten hier in einem kleinen Tal. Da hast du eigentlich deine Ruhe soweit. Der Gegner kann nur von vorne kommen. Was einerseits vorteilhaft, andererseits sehr von Nachteil ist, weil wir hier jede Menge blaues Tiberium haben und die Artillerie verfügt über Explosivgeschosse. Das hat man vielleicht schon gesehen, wenn das Zeug einschlägt. Dann gibt es ein kleines Flammenmeer und das im blauen Tiberium. Ja, wie soll ich sagen? Ist jetzt nicht so gesund. Ich weiß auch nicht, ob es so clever ist, die Artillerie nach vorn zu schicken. Was ich auf jeden Fall mal probieren möchte, ist, ob ich die Sensoreinheit von hier hinten aus erwische. Das wäre mal nett. Neue Baumöglichkeiten. In Ordnung, Sir. Einheit bereit. Bereit, Sir.
Bau abgeschlossen. Das Schöne an der Artillerie ist, dass sie wenigstens automatisch alles angreift, was in ihrer Reichweite ist. Ob du es jetzt selber siehst oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. So, was sagen eigentlich die Einsatzziele? Kriegen wir doch nochmal Infos, Hintergrundinfos. Dann kann ich zu riskieren. Zerstören Sie da zunächst die drei Sensortürme, den Stützpunkt schützen. Bei dieser Gelegenheit können Sie gleich unsere neue Artillerie testen, sobald Sie den. Okay, es gibt keine zusätzlichen Infos. Hier steht es auch nochmal: Bleiben Sie in sicherer Entfernung, um nicht entdeckt zu werden. Zerstören Sie die Sensortürme. Okay. So, wie weit komme ich denn da runter? Bis dahin komme ich. Ja, Tatsache, den kriegt man von hier aus. Das ist cool. Der Witz ist der schlägt jetzt natürlich überhaupt keinen Alarm, ne? Der wird beschossen, aber nee, wird von den Sensoren nicht registriert. Passt schon. So, das war Nummer 1. Ich weiß nur nicht mehr, ob der Gegner hier ebenfalls diese Strategie angewandt hat. Wird gebaut. Oh, wir können Mauern bauen, endlich. Bau abgeschlossen. Nee, diese Taktik hier von wegen Bauhof einnehmen und so, ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass von hier hinten ein BMT kam, dass sie das einfach hier spawnen lassen. Was natürlich ziemlich unfair wäre, versteht sich, aber naja. Wird hergestellt. So, jetzt ist die Frage. Einheit bereit. Jetzt ist nur die Frage, wie weit können wir uns hier vorwagen? Oh, nicht allzu weit. Einheit bereit. Einheit verloren. Okay, zieh doch mal zurück. Nicht, dass wir von dem Splash Damage der Artillerie noch getroffen werden. Doch. Einheit bereit. Okay, 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 die Artillerie lasse ich da mal lieber stationär. Du fängst bitte mal gleich das Sammeln an und dann gönnen wir uns die ersten zwei Panzer. Wird gebaut. Radarzentrale, ja, weiß ich nicht. Wird gebaut. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, sich eine Radarzentrale zu leisten. Die schmeißen wir erst einmal ins Tiberiumfeld. Einheit bereit. Dann können die sich heilen. Gestoppt. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Eine mobile Sensoreinheit können wir jetzt bauen. Und hier Flakstellungen. Wow, super. Keine Ahnung, ob sie es wirklich braucht, aber ja, gut. Wenn sie meinen, dass sie uns sowas an die Hand drücken wollen, von mir aus. Wird gebaut. So, die Frage ist, wie nah ist man an das Ding ran? Theoretisch nur bis hier hoch. Ich weiß auch nicht, wie nah wir generell mit unseren Einheiten an diese Sensortürme ran können, bis wir entdeckt werden. Von dem her ist es keine allzu clevere Idee, Infanteristen hier quer über die Map zu schicken zum Aufklären. Tiberiumfeld? Ah! Aha. Wir brauchen Silos. Wobei, nein, die Artillerie kannst du eigentlich da stehen lassen. Das müsste gehen. Okay, die ist jetzt mit dem Zug unterwegs. Omagan hat den GDI-Stützpunkt erreicht und versucht den Sektor mit dem Zug zu verlassen. Wo fährt der Zug jetzt dann hin? Fährt der da nach rechts weiter oder wie? Wird gebaut. Ja, na klar. Und lassen Karten, Einsatz gescheitert. Einsatz fehlgeschlagen. Jo. Okay, alles klar. So viel dazu. So viel dann mal dazu. Verstärkung ist eingetroffen. Neue Baumöglichkeiten.
Das heißt, wir müssen uns hier wirklich ganz vorsichtig mit der Artillerie vorantasten, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Das ist doof. Jetzt haben wir hier so ein schönes Kraterloch reingeschossen. Das ist super. Ja, geht's doch mal lieber weg. Bis auf die Artillerie. Hallo. So, jetzt bleib mal stehen. Komm, komm, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Steh. Sitz. Brav. So, greift der den schon an? Nee, ne? Wobei, ja, warte mal hier, den Werwolf, den kannst du auch mal platt machen gerade. So. Bau abgeschlossen. Gut, hier mal das Teil hin. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen chaotisch aus hier, aber mein Gott, was soll's. Wird hergestellt. Auf was ballern die denn jetzt alle? Die haben doch vorher nicht so viel rumgeballert, oder? Ich würde mich auch mal gern hier im Tiberiumfeld umgucken. Da müssten wir ja problemlos rumlaufen können. Schließlich müssen wir unsere Sammler da auch sammeln können, ohne dass sie von dem Ding da oben entdeckt werden. Hier ist keine Rampe. Das sah aus, als wäre hier eine Rampe. Aber gut. Einheit bereit. So, die zwei gleich da hoch. Dann haben wir schon mal verstärkte Feuerkraft. Das finde ich gut. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Ja, ja. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Was habt ihr eigentlich für eine maximale Reichweite? Das würde mich schon mal interessieren. Können wir so gar nicht sehen, weil wir noch gar nicht weit genug erkundet haben. Ach komm, jetzt hier diese Fahrzeugdeppen allesamt an. Ich meine, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder zu weit vorgehe. Einheit bereit. Oh, zwei Titanen gleich. Wird gebaut. Einheit verloren. Einheit verloren. Okay, den Sammler sollte ich losschicken. Das verpenne ich jedes Mal. Einheit bereit. Jagd auf Umagan. Okay, dann probieren wir mal was anderes und zwar... Ihr demontiert euch mal und dann gebe ich einfach den Angriffsbefehl auf das Teil. Die werden nämlich jetzt von selber zur passenden Reichweite hinfahren. Ich hoffe halt nur, dass sie es nicht übertreiben. Einheit verloren. So, Leute, kommt schon. Ernsthaft. So nah müsst ihr da nicht ran. Ja, ja, siehst du, der kann den locker ausschalten auf die Entfernung. Wird gebaut. So, wenn der hin ist, dann erkunden wir mal hier den Nordwesten, genau. Einheit bereit. Mal schauen, was wir da oben so finden werden. Die Artillerie ziehe ich jetzt erstmal wieder ein Stück weit zurück. Wir könnten eigentlich fast noch auf eine zweite Raffinerie setzen, weil da gar so viel Fläche ist. Oder warte. Gestoppt. Wird gebaut. Wir bauen uns da jetzt einfach irgendwie vor. Dann können wir hier oben nämlich noch einen zweiten Stützpunkt errichten. Bau abgeschlossen. Das ist so ein kleiner Außenposten quasi. Wird gebaut. Einheit bereit. Ah, das war das Problem. Du kamst hier gar nicht durch. Du kamst hier bei der Brücke gar nicht durch. Wird
gebaut. Da hätten wir vielleicht mit dem MBF hier hochfahren sollen. Das wäre sinnvoller gewesen.